Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft24 zur aktuellen Sendung vom 15. bis 19. Dezember. Weihnachten steht ja schon fast vor der Tür und die vielen Weihnachtswünsche stehen auch im Fokus unseres Programms heute. Für die Kids der Kita Wiesenzauber in Hürlitz gab es da schon eine besondere Überraschung. Gespannt sein darf man auch auf die neuen Tipps von der Extra Kinowelt in Schwarzheide und aus dem Marktkauf in Lauchhammer. Das alles gibt's gleich nochmal zum Mitlesen und danach das Wichtigste aus der Region in unseren Nachrichten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns Weihnachten zu feiern. Schalten Sie ein ab dem 22. Dezember auf Seenluft24. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft24 die Woche mit den wichtigsten Meldungen der letzten Tage und den aktuellen Nachrichten. Die Rettungsdienst Niederlausitz GmbH hat sich mit der Gewerkschaft Verdi über den ersten Haustarifvertrag geeinigt. Mit diesem Abschluss seien nun alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ehemals 4 Betreibern des bodengebundenen Rettungsdienstes unter einem Dach. Laut Geschäftsführer Tom Lehnert würden sich in Summe alle Mitarbeitenden verbessern. Dazu kommen weiterhin mögliche 24-Stunden-Schichten, Inflationsausgleichszahlungen, Funktionszulagen und verbesserte Überstundenregelungen. Die Beschäftigten im Rettungsdienst Niederlausitz erhalten damit ab Januar ein je nach Erfahrungsstufe geregeltes Grundentgelt zwischen rund 3.100 und 3.900 Euro. Der zweite Anlauf für die Haushaltsdiskussion in Senftenberg hat begonnen. Dem aktuellen Entwurf für den Haushaltsplan 2024 hat der Finanzausschuss am 12. Dezember mehrheitlich zugestimmt. Nun soll der Plan am 18. Dezember in einer eigenen Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung beraten und beschlossen werden. Das Problem? Die Stadt muss millionenschwere Kredite aufnehmen, um die geplanten Investitionen zu realisieren. Die Stadt hat mit der Erweiterung der Regenbogengrundschule und der Sanierung des Erlebnisbades zwei riesige Investitionen zu stemmen. Allein für das Jahr 2024 waren Kredite von gut 7 Millionen Euro vorgesehen. Im Rathaus wurde jetzt der Rotstift bei geplanten Baumaßnahmen angesetzt. In der ersten Runde standen noch 108 verschiedene Maßnahmen im Haushalt. Von denen wurden gut 20 verschoben, um die Kreditaufnahme zu begrenzen. Damit hat sich die geplante Kreditaufnahme auf 2,5 Millionen Euro verringert. Darüber hinaus hat Bürgermeister Andreas Pfeiffer für kommenden Montag Vertreter der Medien zum Jahresrückblick auf seine erste Amtsperiode eingeladen. Ein Schwerpunktthema dabei wird ebenfalls das Erlebnisbad sein. Schwarzheide hat für die kommenden 2 Jahre einen neuen Seniorenbeirat. Berufen wurde er diese Woche vom stellvertretenden Bürgermeister Jens Schletter und dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Manfred Lehmann. In Schwarzheide arbeiten insgesamt 10 Seniorinnen und ein Senior unter der langjährigen Leitung von Renate Reetz aktiv mit. Verabschiedet wurde nach langjähriger Tätigkeit Sabine Lachmann. Neu im Seniorenbeirat sind Edeltraut Hübner und Marion Gradin. Seit September gibt es in Schwarzheide auch ein Seniorenbürgerbüro. Dort bietet der Seniorenbeirat an jedem dritten Freitag im Monat kostenfreie Sprechzeiten. Weiterhin Geduld brauchen die Kraftfahrer und Pendler auf der B169 zwischen Ruhland und Senftenberg. Aufgrund der nasskalten Witterung kann die fehlende Fahrbahnmarkierung auf der B169 zwischen Schwarzheide-Ost und Brieske noch immer nicht aufgebracht werden und der Abschnitt bleibt nach wie vor gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen auf Nachfrage von Seenluft24 mitteilt, werden die Markierungsarbeiten wegen der für die nächsten Tage vorhergesagten Niederschläge auch in dieser Woche nicht möglich sein. Laut Wetterprognose besteht am 18. und 19. Dezember eine Chance, die Markierung aufzubringen. Sollte das auch nicht möglich sein, wird eine Verkehrsführung mit Überholverbot
Mittelsicherung und Geschwindigkeitsbeschränkung aufgebaut, so dass die Strecke spätestens am 22. Dezember wieder befahrbar ist. Nach der Entscheidung der EU-Kommission, Entschädigungen für den Kohleausstieg an den rheinischen Energiekonzern RWE zu genehmigen, fordert die LEAG jetzt ebenfalls eine schnelle Entschädigung. Diese beläuft sich auf 1,75 Milliarden Euro. Die zeitnahe und positive Entscheidung im Beihilfeverfahren sei für die LEAG von größter Bedeutung, betont LEAG-Vorstandsvorsitzender Thorsten Kramer. Das Unternehmen benötige verlässliche Rahmenbedingungen für die Transformation im Zuge der Energiewende. Die Gelder sollen unter anderem in die Vorsorgegesellschaft zur finanziellen Absicherung der Wiedernutzbarmachung fließen. LEAG sei damit mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag bereits in Vorleistung gegangen. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen. Der Traditionsverein Braunkohle Lauchhammer hat Hans-Jürgen Schmidt für seine langjährigen Verdienste mit einem Arschleder geehrt. Die früheren Arsch- und Schutzleder sind Teil der Bergmannstracht und einer bergmännischen Auszeichnung. Seit 2003 ist Hans-Jürgen Schmidt aktives Mitglied im Traditionsverein und veröffentlicht Bücher zur Bergbaugeschichte. Das Schaufenster der ehemaligen Fleischerei Müller am Großregener Markt ist wieder festlich geschmückt. In diesem Jahr gibt es Anregungen für Geschenktipps aus der Stadt. Vorgestellt werden in Großregen produzierte und verkaufte, ausgefallene und persönliche Geschenkideen. Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke. Daran erinnert die Landestierschutzbeauftragte Anne Zinke und rät, sich die Anschaffung eines Haustiers gut zu überlegen. Ein Haustier sei wie ein zusätzliches Familienmitglied, das für viele Jahre täglich Zeit, Fürsorge und Pflege benötigt. Man kann es nicht einfach zurückgeben, wenn nach den Feiertagen die Ernüchterung kommt. Erneut hat sich der Landeselternrat mit seinen Sorgen an Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke gewandt. Hintergrund sind die Ergebnisse der PISA-Studie 2023, nach denen ein inakzeptabel hoher Anteil der Schüler weder richtig rechnen noch lesen und kaum Texte verstehen kann. Außerdem häuften sich Berichte besorgter Eltern über Stundenausfälle, übervolle Klassen und zunehmende Gewalt. Der Landeselternrat habe die Probleme analysiert und schlägt Maßnahmen zu deren Lösung vor. Dazu müsse es gemeinsame Gespräche geben und der Ministerpräsident müsse das Thema Bildung zur Chefsache erklären. Soweit die Meldung und hier folgt nun noch das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Das Wochenende bietet noch einmal die Chance, einen Weihnachtsfilm auf der Couch zu genießen. Der Samstag wird leicht bedeckt mit Nieselregen am Nachmittag und Temperaturen von 4 bis 6 Grad. Auch am Sonntag ist es ganztags bewölkt mit stärkeren Windböen und geringer Regenwahrscheinlichkeit. Die Werte liegen bei 6 bis 9 Grad. Montag ist es dann noch einmal etwas sonniger, ohne Aussicht auf Schauer, bei 3 bis 8 Grad. Plakette fällig? Kein Problem. Ihr GTÜ-Vertragspartner in Lauchhammer, Heller Prüfservice GmbH. Mehr Service für Sicherheit. Weihnachten im Schlossparkcenter. Shopping im winterlichen Ambiente mit buntem Programm. An den Adventssamstagen extra lange Öffnungszeiten zum Lichtershopping bis 20 Uhr. Außerdem verkaufsoffener Sonntag am 10. Dezember. Besuchen Sie doch auch das Weihnachtsdörfchen im Obergeschoss. Glühwein, warme und kalte Cocktails und Waffeln. Der Dezember im Schlossparkcenter. Einkaufen und genießen für die ganze Familie. Suchst eine neue Herausforderung? Werde Teil unseres Unternehmens und bewirb dich am besten noch heute bei uns. Wir freuen uns auf dich. Let's go!
Die Sachverständigen für sichere Autos, das sind bekanntlich die DEKRA-Fachleute. Vorläufer der inzwischen weltweit agierenden Expertenprüforganisation ist der Deutsche Kraftfahrzeugüberwachungsverein. Der wurde bereits 1925 gegründet. Wir können hier in unserem Landkreis sehr gut mit der DEKRA leben, denn das Testzentrum ist ja gleich um die Ecke in Klettwitz. Die Macher haben aber auch ein Herz für Kinder und das wurde heute deutlich. Die Kita Wiesenzauber im Schipkauer Ortsteil Hürlitz bekam heute Bobbycars. Wir schauen uns mal an, ob die auch schon autonom fahren, so wie die Modelle auf den Citykursen. Die Kita Wiesenzauber im Schipkauer Ortsteil Hörlitz ist eine von insgesamt 7 Kindertagesstätten der Gemeinde und bekam am Vormittag Besuch vom Weihnachtsmann. Passend zum Namen werden die mehr als 50 Kinder in der Bienchen-, Raupen-, Schmetterling- oder Marienkäfergruppe betreut. Für die Kita ist der Besuch der DEKRA-Fachleute auch kein Novum. Ja, die kommen einmal im Jahr und machen den Kindern in den Ferien eine tolle Überraschung, indem sie verschiedene Parcours aufstellen und Fahrzeuge mitbringen. Die Kinder können sich dann ausprobieren. Es macht wirklich viel, viel Spaß. Es sind nur knapp 700 Meter Luftlinie bis zu den neu angelegten Citykursen auf dem DEKRA Lausitzring. Dort werden Komponenten für autonom fahrende Autos getestet. Die Geschenke der Kfz-Fachleute sind natürlich noch nicht selbstfahrend. Beim besten Willen noch nicht, aber ich hatte ja gerade gesagt, wir waren zum Kindertag in den Kitas und dort haben wir tatsächlich autonom fahrendes Spielzeug verteilt. Also das fährt so gegen eine Wand, kehrt automatisch um und sucht sich dann seinen Weg durch die Hindernisse. Das fand man ganz spannend und auch ganz cool in Verbindung mit den Dingen, die wir gerade hier am Lausitzring vorhaben. Die Nachbarn vom DEKRA-Testzentrum sind nicht nur wirtschaftlich ein wichtiger Partner der Gemeinde, erzählt Bürgermeister Klaus Prietzel. Ein riesengroßes Dankeschön sagen an unsere DEKRA hier, die ja nicht nur schon im Sommer unsere Kindertag alle Kitas mit Geschenken überrascht hat. Weiterhin werden alle Ortsteile durch die DEKRA finanziell unterstützt, so dass das Geld dann den Verein zugutekommt. Und heute natürlich zur Weihnachtszeit umso schöner, dass die DEKRA wieder da ist und unsere 6 Kitas mit Bobbycars überrascht hat. Das Auspacken der Geschenke ging schnell, doch dann mussten die Fachleute noch einmal ganz praktisch ran und die Lenkung und das Lenkrad des Bobbycars zusammenschrauben. Ja, also ich denke, das konnten wir heute unter Beweis stellen. Ich und der Kollege Norbert Kohlenbrenner, wo ist er? Dort hinten. Ohne Werkzeug haben wir das trotzdem ganz gut hingekriegt, denke ich. Die leuchtenden Kinderaugen geben der Gemeinde recht. Investitionen in Schulen und Kitas sind gut angelegtes Geld. Das kann ich immer nur wieder sagen. Das zeigt das auch, dass unsere Kitas schön gefüllt sind, alle auf einem normalen Stand gebracht wurden, super ausgestattet. Ja, und ich denke mal, die Kinder fühlen sich wohl, unsere Mitarbeiterinnen fühlen sich wohl und so soll das sein. Überraschte Gesichter gab es auch bei den Gästen, denn die Kinder hatten für den Besuch gebastelt. Festliche Stollen und weihnachtliches Gebäck in ausgezeichneter Handwerksqualität mit besten Zutaten für Sie gebacken. Das gibt es in der familiengeführten Handwerksbäckerei Anders in Lauchhammer, Plessa und Ruhland. Job direkt vor der Haustür. Werde auch du Frühaufsteher. Medimax Senftenberg. Viele starke Marken. Große Auswahl. Faire Preise. Unser Service macht den Unterschied. Beratung immer inklusive. Unser Hammerangebot. Mhm.
Max im Kaufland Senftenberg. Weihnachtswünsche, die stehen ja heute in unserer Sendung so ein kleines bisschen im Mittelpunkt. Und was wünscht man sich eigentlich? So haben wir uns gefragt. Vor allem, was wünschen sich unsere Kleinen? Wir haben mal nachgefragt. Ich bin Zoe. Und wer bist du? Daniel. Hanna. Und wie alt bist du denn, Hanna? 5. Rosalie. Rosalie. Und wer bist denn du? Hanne. Ich habe einen Minions Weihnachtskalender und Papa auch so einen Weihnachtskalender. Und ich habe einen Anhalt Elsa mit einem Zahl. Ein Hello Kitty insgesamt mit Mama und Papas und Lenny sind es 9. Im Baum eine Lichterkette, aber die Lichterkette ist im Schnee kaputt gegangen leider. Mhm. Aber wir haben noch eine Lichterkette draußen. Mhm. Kugeln für den Tannenbaum, Schwibbögen und ein Stern, der hängt. Plätzchen. Kekse backen. Geschenke. Ich habe schon den Tannenbaum aufgestellt mit Mama. Ich backe gerne Weihnachtsplätzchen. Lebkuchen essen. Kaufen. Weiß ich nicht. Kaufen. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Bei mir bringt der Fridolin auch was. Aus Nordpol? Nordpol. Am Nordpol? Im Nordpol. Wissen wir nicht. Da, wo so eine Fabrik ist, da, wo die immer so arbeiten, da machen die das. Gucken die immer zu, die Geschenke werden ganz von alleine gemacht. Ich lasse mich eigentlich immer überraschen. Ich wünsche mir einen neuen Kinderwagen, weil mein Kinderwagen ist kaputt. Ich wünsche mir ein Auto, das einen Teich fahren kann. Also, ich möchte so viel Spielzeug. Und ich möchte ein Playmobil-Haus. Ein Traktor vom Playmobil. Also, ich habe mit dem Weihnachtsmann gesprochen. Er war sehr nett und lieb. Der WAL ist eine große kommunale Familie, die sich um das Lebensmittel Nummer 1 und um die umweltgerechte Schmutzwasseraufbereitung auf lange Sicht und Nachhaltigkeit unter allen Umständen kümmern will und wird. Der WAL, ein Fels in der Brandung, zuverlässig, stabil, kommunal, ein symbolischer Ring fest in der Hand der Kommunen. Leckerer, selbstgebackener Kuchen. Frische, köstliche Waffeln. Winterliche Eiskreationen. Und aromatische Kaffeespezialitäten. Wer in schöner, gemütlicher Atmosphäre genießen möchte, ist bei uns genau richtig. Gelato, Eiskaffee und Waffelhaus. Dein Familiencafé im Schlosspark Center in Senftenberg. Mit großem Spielzimmer und viel Platz für die ganze Familie. Einfach anrufen oder vorbeikommen. Gelato. Lecker geht immer. Um Weihnachtswünsche geht es auch in unseren Marktkaufnachrichten. Allerdings sind es diesmal die Wünsche der Vierbeiner. Was es damit auf sich hat und was der Marktkauf in puncto Weihnachten noch so für sie parat hält, verrät Ihnen gleich der Chef höchst selbst. Musik.
Hallo liebe Markkauf-Kundinnen und Kunden, ich begrüße Sie recht herzlich zu den letzten Markkauf-Nachrichten in diesem Jahr. Wie Sie sehen, ich bin auch schon hier direkt angekommen bei meinem ersten Thema, und zwar geht es hier um unseren Wunschbaum. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Senftenberger Tierhilfe zu unterstützen. Heißt, hier hängen Wünsche dran von Tieren, diese können Sie einfach abnehmen, können die gewünschte Ware bei uns im Markt einkaufen, geben das dann zum Schluss an unserer Kundeninformation ab und haben dann etwas Gutes für die Senftenberger Tierhilfe getan. Natürlich, liebe Kunden, möchte ich es mir nicht entgehen lassen, Sie noch auf unseren Weihnachtskalender hinzuweisen. Hier in der Info bekommen Sie so eine Teilnehmerkarte und dann erkläre ich Ihnen auch gerne natürlich, wie die ganze Sache funktioniert. Sie sehen, hier steht auch schon unser großer Weihnachtskalender, wo es täglich verschiedene Gewinne gibt. Sie gehen zur Information, wie gesagt, holen sich dort so einen Coupon. Auf der Rückseite haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten einzutragen, schmeißen dann diese Karte natürlich an den jeweiligen Tag in diesen Schlitz und haben dann die Möglichkeit zu gewinnen. Ja, liebe Kunden, ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie aktuell immer noch unsere Pfandspende nutzen können. Für was können Sie hier spenden? In Lauchham Ost soll ein Spielplatz entstehen. Hier haben Sie die Möglichkeit, natürlich mitzuwirken. Also tun Sie das und spenden Sie Ihren Pfand. Hier noch ein Einkaufstipp von mir. Wenn Sie auch in der Weihnachtszeit wirklich stressfrei und bequem einkaufen wollen, nutzen Sie gerne unseren Easy Shopper. Wer unseren Easy Shopper noch nicht kennt, hier folgt ein kurzer Erklärfilm. Viel Spaß! Sie sind bereit für das modernste Einkaufserlebnis weit und breit? Wir sind uns sicher, Sie werden es lieben. Was Sie dafür brauchen? Die Easy Shopper App auf Ihrem Handy und den coolsten Einkaufswagen der Welt. App starten, kurz scannen und schon erscheint Ihre Einkaufsliste auf dem Display. Kein Handy zur Hand? Kein Problem. Nutzen Sie einfach Ihre Deutschlandcard. Es ist so einfach. Produkte einscannen und in die Einkaufstaschen damit. Das macht Laune und geht schnell. Aber funktioniert das alles auch bei nicht scannbaren Produkten? Na klar. Und wenn mal eine Frage auftaucht, dann sind wir natürlich für Sie da. Und zum Schluss alle Waren wieder aufs Band legen? Nein, wozu auch? Das war gestern. An der Easy-Kasse einfach den Einkauf abschließen, bezahlen und fertig. Kein Warten, kein Umpacken, schnelles Bezahlen. Easy-Shopper, der modernste Einkaufswagen der Welt. Kommen wir nun zum letzten Thema für diese Markkauf-Nachrichten und auch für dieses Jahr. Ich möchte Sie noch auf die Aktionen hinweisen von dem Frauenhaus. Hier haben Sie die Möglichkeit, ab dem 16.12. wieder Ihre Geschenke liebevoll zu verpacken lassen. Das Ganze natürlich gegen einen kleinen Obolus und damit machen Sie selbstverständlich dann Ihre Liebsten glücklich. Ja, das waren Sie dann auch schon, Ihre Markkauf-Nachrichten in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und selbstverständlich freue ich mich auf Ihren nächsten Besuch. Bis dahin, Ihr Marco Hesse. Garten- und Landschaftsbau Markus Brödner in Plessa. Wir bauen Landschaften und gestalten Ihren Garten. Bei uns erhalten Sie fachgerechte Beratung. Wir übernehmen für Sie Pflasterarbeiten. Wir gestalten Ihre Wege und Plätze. Wir bauen Treppen, übernehmen Ihre Gartengestaltung, Pflanz- und Pflegearbeiten oder Ihren Zaunbau. Wir stellen uns allen Herausforderungen im privaten Bereich und für Unternehmen.
Garten- und Landschaftsbau Markus Borrödner in Plessa, direkt an der B169. Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Jetzt gibt es die extra Kino-News im Dezember. Und da Weihnachten sozusagen vor der Tür steht, habe ich mir gedacht, ich hole mir mal ein kleines bisschen Verstärkung dazu. Auf jeden Fall starten am 21.12. in der extra Kino-Welt wieder tolle Filme. Und ich kann Ihnen versprechen, das ist für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe genau das Richtige. Oh, hallo, da seid ihr ja schon. Es ist winterwunderliche Weihnachtszeit und deswegen sind wir bei den extra Kino-News heute ein bisschen entspannter. Wir drehen mal nicht so durch. Wir haben uns einfach hingesetzt und quatschen ein bisschen über die Filme, die so kommen, und übers Kino. Und weil Weihnachten alleine immer ein bisschen scheiße ist, habe ich mir Verstärkung geholt. Eine ganz liebe Seele. Mein Name ist Stefan Thomas. Das wissen Sie, deswegen sind Sie hier. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Bärbel, Weihnachten gibt es immer Essen. Ja. Jede Menge. Meistens ja Ente oder Kartoffelsalat. Was ist es so bei dir? Was gibt's bei mir gibt es tatsächlich Heiligabend Kartoffelsalat und Bockwurst jedes Jahr. Und dann haben wir eine Tradition. Ja. Da schummel ich immer 20 Cent unter den Teller. Ah, okay. Genau. Und wenn du aufgegessen hast, ja, dann musst du so tun, als wenn du es nicht weißt, dass 20 Cent drunter ist. Ja. Eigentlich ist es ein Zeichen, dass dafür, dass beruhigte Seligkeit kommt mit den 20 Cent, dass das Jahr reinkommt, dass das Geld immer fließt. So. Genau. Okay, cool. Und gibt es tatsächlich irgendwann auch im Laufe der Feiertage dann vielleicht Geflügel oder nächsten sowas? Nächsten Tag gibt es, okay, Entenbraten. Entenbraten gibt es. Genau. Und was gibt es dazu? Klöße? Klöße, Rotkohl und ich mag lieber Rosenkohl. Okay. Wusstest du eigentlich, warum es überhaupt Ente und sowas Geflügel zu Weihnachten gibt? Tatsächlich nein. Also es hängt damit zusammen, früher war der 24. die Zeit des Fastenbrechens. Es ging mit dem Tag der Martinsgans los. Da kommt es auch so ein bisschen her, Martinsgans. Und dann ging das bis zum 24. dann war Fastenbrechen und dann haben die Leute entweder Schwein gegessen, wenn sie richtig Geld hatten, ja, oder sie haben Blutwurst oder Leberwurst gegessen. Daher kommt auch das, was du gerade sagtest, Wurst zu Weihnachten, also genau, zum Beispiel Bratwurst, Bockwurst. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, die Leute haben gerne beschissen. Denn in dieser Fastenzeit durften sie natürlich kein Fleisch essen, aber Fisch. Und dann war Fisch irgendwann zu langweilig und haben sie gesagt, Enten und Gänse sind jetzt fischähnliche Wesen. Damit der Braten schön im Mund kommt. Und damit durften, genau, sie plötzlich auch Ente und Geflügel, ja, essen. Was sie aber immer machen mussten, das Ganze musste raus aus dem Teich. Richtig. Flügel ausbreiten! Check! Illumination! Los geht's! Geht es nicht um irgendeine Reise? Es geht um ein Abenteuer. Macht einem das Angst? Natürlich. Du musst geknuddelt werden. Kannst du jetzt loslassen? Geht's dir besser? Nein. Dann hat's noch nicht gewirkt. Da ist eine ganze Welt, die uns entgangen ist. Dinge, von denen wir gar nicht wussten, dass sie existieren. Ente Alorange. Was ist Ente Alorange? Das bist du mit Orange obendrauf. Weihnachten ist ja die Zeit der Geschenke. Ne? Jetzt gibt es also immer ein bisschen was Schönes. Und ihr habt euch was überlegt, so eine kleine Verlosung. Ne? Genau. Was wird verlost? Es wird verlost zu dem Film Raus aus dem Teich. Eine wunderschöne kleine Badeente. Die ist ja süß. Die wird im Internet dann verlost. Auf eurer Internetseite, ne? Auf unserer Internetseite, genau, zum Filmstart. Okay, also, wenn der Film losgeht, und das ist am 21.12., einfach mal auf extra-kinowelt.de gehen und da gibt es die Aktion, die euch diese kleine, süße Badeente bescheren kann. Richtig. Viel Spaß beim Gewinn. Und viel Glück. Wenn ich mir den Baum so angucke,
stellt sich natürlich die große Frage, Bärbel, bei dir zu Hause echter Baum oder Kunstbaum? Echter Baum. Echter Baum holst du jedes Jahr von so einem typischen Weihnachtsbaumhändler? Oder? Ich hatte zeitlang jedes Jahr eine Nordmann-Tanne geholt, immer. Ja. Frisch, das stimmt. Aber für dieses Jahr habe ich mir wirklich überlegt, einen Baum zu holen mit Wurzel. Das ist meine nächste Frage gewesen, weil viele sagen ja inzwischen, wir nehmen einen Topf und dann pflanzt du den raus im Frühjahr? Ja, den pflanze ich raus im Garten. Das ist auch schön. Und wenn du den schmückst, viele kleine Kugeln oder ein, drei große oder so richtig fett geschmückt? Tatsache mit Süßigkeiten dran. Okay. Mit solchen Kringelchen, das hat man früher auch getan. Ja. Und Strohsterne. Okay. Also schon ein bisschen traditionell. Ja, Lametta auch? Lametta auch. Lametta? Ja, ein bisschen. Wenn ich jetzt wieder ein bisschen klug scheißen darf. Ja, mach mal. Lametta, das ist ja eine Erfindung aus dem Mittelalter. Da wurde das Fleisch, also es war Lammfleisch, das wurde gewolft. Und dann wurden lange Ketten aus Lammfleisch an den Baum gehangen, in die Nähe der Kerzen. Da konnte das schön trocknen. Und wenn das Fett ausgetreten ist, hat das so schön geglitzert. Ja. Also langes Metthaar, könnte man sagen. Und das wurde später zu Lametta. Ja? Und so ist die Tradition entstanden. Apropos langes Haar, magst du eigentlich Männer mit langem Haar? Ja. Dann schau jetzt mal ganz genau hin, denn am 21.12. kommt Aquaman ins Kino. Vor 4 Jahren war ich praktisch arbeitslos. Ein Herumtreiber ohne Heimat. Aber heute bin ich ein Ehemann und ein Vater. Das würde ich gegen nichts eintauschen. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, Dad. Tja, mein Job war nicht so stressig wie deiner. Ach ja, ich habe endlich einen Job. Ich bin König von Atlantis. Eine 500 Milliarden Lebewesen von jeder bekannten Spezies des Meeres nennen diesen Ort ihr Zuhause. Was nicht heißt, dass mich alle mögen. Ich werde Aquaman töten und alles vernichten, was ihm etwas bedeutet. Ich werde seine Familie umbringen und sein Königreich in Schutt und Asche legen. Er muss gestoppt werden. Sonst droht eine globale Katastrophe. Ich glaube, ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Siehst ja schlimm aus. Cool, deiner Hut. Gib mir 5. Nenn mich nicht, Bruder. Ich kann nicht glauben, dass du das zugelassen hast. Naja, ich hasse diesen Job. Ein wahrer König baut Brücken, oder? Ein wahrer König baut Brücken? Wir müssen Manta finden. Er hat sich verändert. Er ist stärker als früher. Der schwarze Dreizack. Zu König Atlants Zeiten gab es 7 Königreiche. Und der Dreizack war ein Fluch für sie alle. Die dunkle Magie des Dreizacks breitet sich aus. Er will die Blutlinie beenden. Ich weiß nicht, was vor uns liegt. Aber wir dürfen unseren Kindern keine Welt ohne Hoffnung hinterlassen. Du machst das nicht so schlecht, wie du denkst. Wenn du sie anführst, werden dir die 7 Königreiche folgen. Jetzt haben wir das Essen zu Weihnachten, wir haben den Weihnachtsbaum. Jetzt fehlt noch der Weihnachtsmann. Hast du eigentlich als Kind lange an den Weihnachtsmann geglaubt? Ich habe tatsächlich wirklich sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Weil immer so eine Filzstiefel bei uns vor dem Tür stand. Ja. Und der hat immer so weiße Haare, hat der verloren. Okay. Und die sind dann überall, die haben dann überall gelegen? Genau, genau. Okay. Da habe ich wirklich tatsächlich lange dran geglaubt. Das finde ich gut. Hast du das als Tradition auch in die eigene Familie mitgebracht? Und dann so einen Weihnachtsmann bestellt? Ich habe einen Weihnachtsmann bestellt, das ist richtig. Benny hat dran geglaubt bis 7 Jahre, bis er mich erwischt hat, wo ich die Geschenke selber versteckt habe. Wir wissen ja eigentlich beide, den Weihnachtsmann gibt es definitiv, liebe Kinder, also mindestens als Gefühl. Und manchmal braucht der Weihnachtsmann natürlich ein bisschen Unterstützung. Also da muss dann der Hausmeister sich mal verkleiden. Genau, der kann ja nicht überall sein. Richtig. Oder es gibt irgendwann einen sehr fähigen Kameramann vom MDR, der sich verkleidet und dann eben vorbeikommt. Und dann
fragen die Kinder, wie du sagst, so nach 7 Jahren irgendwann mal nach, bist du denn wirklich der echte Weihnachtsmann? Und dann vielleicht als kleiner Tipp, nehmt ihr euch so das 5-jährige Kind auf den Schoß, schaut ihm so tief in die Augen mit ganz sonorer Stimme und sagt, Girl, you know it's true. Naja, gut, oder lass das vielleicht sein. Milli Vanilli haben auch nicht wirklich gesungen. Nein. Aber alle wussten, dass das eigentlich egal ist. Das wäre am liebsten wahr gewesen. Die ganze Welt redet von den beiden. Die beiden sind nicht zu stoppen. Internationalen Phänomen. Sie verkaufen Millionen von Platten. Sind das ihre echten Haare? Hier sind Milli Vanilli. Tänzer, die nicht mal singen können. Die Playback-Betrüger. Wir waren mal die größten Stars auf diesem Planeten. Und wisst ihr warum? Weil ihr uns geliebt habt. Die denken sich, wer zur Hölle ist Milli Vanilli? Also Rob und Pub klingt wie eine Band. Yeah. Hier hast du die ganzen Stars. Fällt dir was auf? Es sind die Haare, Mann. Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern und auch nicht nach Sängern. Was ich suche, sind Stars. Und wann gehen wir ins Studio? Wann singen wir? Vergesst das doch mal mit dem Singen. Ihr seid die Frontmänner. Genau darum geht es in dieser Branche. Illusionen. Weil die Leute, die hören mit den Augen. Ihr habt das Zeug dazu, die Staaten zu erobern. Wir sind im Fernsehen und im Radio und das gleichzeitig. Die Welt ist verrückt nach Milli Vanilli. Milli Vanilli. Milli Vanilli. Alle singen Playback. Aber es sind ihre eigenen Stimmen. Das ist ein Unterschied. Glaubst du, was wir machen kann, jeder? Wir haben uns das alles verdient, Fett. Auf die neue Nummer 1 in Amerika. Aber die sind echt gut. Die haben unseren Song geklaut. Hey, langsam. Was habt ihr hier in der Gegend verloren? Ich bin der Produzent. Geht das in eure Schädel rein? Du kennst doch die Gerüchte. Die ganze Nummer ist fake. Vielleicht gehen wir an die Öffentlichkeit, geben alles zu. Wer mit der Branche nichts zu tun hat, wird das niemals verstehen. Wir lügen unsere Freunde an, unsere Familie. Die Musik war fantastisch. Die Videos, die Shows waren großartig. Die Fans waren glücklich. Ob die selbst gesungen haben oder nicht, ist egal. Ich liebe Milli Vanilli. Also wo ist das Problem? Wir sind Brüder. Für immer. Milli Vanilli? Bist du sicher mit dem Namen? Das klingt total dämlich. Das ist der geilste Name der Welt! Jetzt haben wir über so viele schöne Filme gesprochen. Wir hatten Aquaman, wir hatten Raus aus dem Teich und Milli Vanilli. Ja. Alle fangen am 21.12. hier in der Extra Kinowelt an. Genau. Und ich finde persönlich, die Zeit zwischen den Jahren ist eigentlich eine perfekte Zeit, um eben auch mal ins Kino zu gehen. Oder? Zu besuchen, genau. Und das Schöne im Wandelhof ist, hier ist ja nicht bloß ein Kino, sondern nebenan direkt die Disco. Wir haben die Disco, genau. Und da haben wir jedes Jahr zu Traditionen am 24.12. die Heilige Nacht. Wir starten Punkt 10 Uhr mit Einlass und Musik geht dann los für die voll gefutterten Jugendlichen, die zu Hause es nicht mehr aushalten und ihren Tanzbein schwingen wollen. 24 Uhr geht's los. Also 24.12. ab 22 Uhr hier im Wandelhof in Schwarzheide. Heiliger Abend, heilige Party, herzlich willkommen Wandelhof Schwarzheide. Der und DJ ist? DJ ist meines Wissens nach Mark Stone. Schade, ja. Nicht du, leider. Nee, das, ja, eines Tages. Meine lieben Damen und Herren, für euch aber jetzt erstmal zurück ins Kino. Zwischen Weihnachten und Neujahr wunderbare Zeit, um ins Kino zu gehen. Oder so diese grauen Tage, die Anfänge im Januar, 1. 2. Januar, immer gern im Kino gesehen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, ein paar besinnliche Tage, bleibt gesund und besucht uns so oft ihr könnt. Wir freuen uns auf euch. Genau, schauen wir mal, was wird. Bärbel, was wird? Was wird? Und damit sind wir schon am Ende unserer aktuellen Sendung angekommen. Für Sie gibt es jetzt aber noch unseren Serviceteil voller Kleinanzeigen und weiteren Infos. Bis bald, bleiben Sie gesund und seien Sie nett zueinander. Ihr Stefan Thomas.